Genau. Es geht nämlich hier gleich weiter im Programm mit dem nächsten Highlight. Und zwar darf ich da die liebe Doro Ludwig bei uns in die Mitte bitten, ne? Das ist mir eine totale Ehre, die Doro heute anzumoderieren, weil ich kenne sie auch persönlich und weiß, dass sie voll die Powerfrau ist. Und ich weiß noch so ein paar andere Sachen über die Doro, und zwar, dass sie sehr, sehr gerne reisen tut. Also wenn ihr auf Instagram folgt, seht ihr da, glaube ich, immer noch alle Flaggen von den Ländern, wo sie unterwegs war. Und sie ist übrigens auch die stellvertretende Bundesleitung der Jugend 2000. Die Jugend 2000 ist eine kirchliche Jugendbewegung, die es eben auch hier im Bistum Eichstätt gibt. Genau, und weil ich in der Leitung der Jugend 2000 Augsburg mit dabei bin, ist sie quasi auch meine Chefin. Und ich habe noch zwei coole Fun Facts über die Doro. Und zwar war sie in den letzten 10 Jahren öfters in Rom als manch anderer beim Zahnarzt. Und außerdem kann sie dich auf Holländisch fragen, ob du ihr beim Nasenputzen helfen kannst. Und das wollen wir natürlich jetzt auch hier von dir hören. Can you me helpen, mein Neus te snuiten? Ich finde, das hört sich total mega witzig witzig. an. Aber bevor wir jetzt dir einfach sagen, Bühne frei für dich, wollen wir einfach noch kurz für dich beten. Ja, Heiliger Geist, ich bitte dich, komm herab an diesem Festival auf die Doro. Komm herab in unsere Herzen, in unsere Gedanken. Komm, dass wir wirklich das aufnehmen, was sie uns sagen möchte. Komm, dass die Doro auch das sagt, was uns berühren soll, was uns treffen soll. Heiliger Geist, sei du zugegen. Alle Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ja, danke. Wenn sich jetzt der ein oder andere von euch fragt, wie oft war sie denn in Rom in den letzten 10 Jahren? 14 Mal und noch 18 Mal schlafen, dann darf ich schon wieder hin. Ich bin an der holländischen Grenze aufgewachsen, deshalb kann ich so lustige Sachen sagen wie Can you me helpen, mijn neus te snuiten? Oder einer meiner Lieblingssätze im Holländischen ist Jesus ist verreisen. Das heißt, Jesus ist auferstanden, aber ich finde, es klingt so, als wäre Jesus verreist. Und weil ich so gerne in Urlaub fahre, passt mir das total gut. Ich habe gerade ganz aufmerksam zugehört bei den beiden Mädels, was die so erzählt haben und musste ein bisschen schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, es ist schon auch irgendwie witzig, wie sich Dinge so ähneln, wenn man so darüber nachdenkt, wie das eigene katholische Leben sich so entwickelt hat. Also ihr habt vorher schon gehört, ich bin die Doro und ich bin als jüngste von 4 Kindern in einer katholischen Familie aufgewachsen. Das hieß bei uns vor allen Dingen, dass es vor dem Essen und vor dem Schlafengehen gebetet wird und dass man am Sonntag in die Kirche gegangen ist. Und mit meiner Familie, wir waren auch noch Teil von einer katholischen Bewegung, also hatten wir so einmal im Jahr Exerzitien, das heißt Tage mit Gott. Ich war eigentlich immer recht brav und habe mir jetzt zumindest in der Schule nicht so krasse Sachen geleistet. Da mag sich ein Teil von euch jetzt schon denken, na toll, was sollen wir denn jetzt mit der Überheiligen anfangen? Aber wartet mal noch einen Moment. Also trotz all dieser nach außen scheinenden katholischen Sachen war in meinem Herzen nicht viel los. Diese Exerzitien, die waren für mich ein Wegkommen von zu Hause. Das war ein Wochenende, vor allen Dingen, als ich dann in der Jugend aktiv war, wo ich ohne meine Eltern dahin gefahren bin, wo ich einfach mal so ein bisschen auftreiben konnte. Ich habe nicht nur eine Klosterschwester nachts um 4 aus dem Bett geholt, weil es in meinem Zimmer zu laut war. Der Gang in die Kirche hatte für mich die praktische Bewandtnis, dass ich erstens keinen Stress mit meiner Mutter bekommen habe und zweitens, dass ich jede Woche eine ganze Stunde geschenkt bekommen habe, wo ich einfach tagträumen konnte. Da wurde ich nicht gefragt, ob ich helfen kann, die Spülmaschine ausräumen oder was ich gerade mache oder ob ich irgendwie was putzen kann oder so, sondern da konnte ich einfach sitzen und tagträumen. Okay, man muss zwischendrin aufstehen und sich dann wieder hinknien, aber es hat niemand eine Kontrolle darüber gehabt, was eigentlich in meinem Kopf abgegangen ist. Und weil das
innerlich bei mir so leer war, hat mich das immer voll fertig gemacht, weil in der Schule war ich nämlich immer als die Heilige abgestempelt. Aber in meinem Herzen war überhaupt nichts los. Also nada, da war nichts. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum steht die jetzt da vorne? Offensichtlich ist es jetzt nicht mehr so. Spoiler! Also was hat sich in meinem Leben verändert? Ich lief so dahin mit meinem leeren katholischen Leben und habe mich immer so ein bisschen gefragt, okay, wann bin ich endlich erwachsen genug, dass ich das alles hinter mir lassen kann? Ich habe da richtig drauf hingefiebert und habe mir, okay, wenn ich 18 bin, wenn ich 20 bin, ich weiß es nicht, wann bin ich erwachsen genug, dass ich mich dann auch nicht mit meiner Mutter streite? Das war die eine Sache, auf die ich hingefiebert habe. Random Fact, eine andere Sache, auf die ich hingefiebert habe, war einmal nach Kanada und in die USA zu reisen. Und dann kam schon das erste einschneidende Erlebnis, eine Fahrt zum Weltjugendtag nach Toronto. Wer den Weltjugendtag nicht kennt, so alle 2 bis 3 Jahre trifft sich der Papst mit der Jugend der Welt. Meistens kommen so ungefähr 1 Million, grob über den Daumen gepeilt, und da war ich dabei. Also der Papst hat mich überhaupt nicht interessiert, aber die Masse an Jugendlichen. Den Mann fürs Leben kennenlernen, nebenbei mit 1 Million in der Straße feiern, in Kanada sein. Was könnte mir Besseres passieren? Und meine Eltern waren natürlich auch einverstanden, weil es war ja eine katholische Veranstaltung. Also win, 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 win. Von diesem Weltjugendtag kam ich schon ein bisschen verwandelt zurück, weil ich ungefähr 1000 Wunder in der Zeit erlebt habe. Als kleines Beispiel, wir haben unseren Bus verpasst. Und ich wollte so, wie man das macht, wenn man was verpasst, ich wollte anfangen zu meckern. Und die Gruppe, mit der ich unterwegs war, so, oh komm, lass uns beten. Und ich dachte mir nur, Alter, ich will doch jetzt nicht beten. Aber dann haben die alle angefangen zu singen. Dann habe ich mir gedacht, okay, kann jetzt hier irgendwie auch nicht daneben stehen und meckern. Also habe ich mitgebetet. Und 2 Minuten später stand unser Bus vor uns. Und das ist jetzt wirklich nur eins von ungefähr 1000 Situationen in dieser Woche, die exakt so abgelaufen sind. Und so kam ich aus Toronto zurück mit dem Wissen, dass es Gott tatsächlich gibt und dass die Kirche groß, laut, jung und witzig ist. Auch wenn man das jetzt in meiner Gemeinde am Sonntag absolut nicht sehen konnte. Aber so habe ich in der Zeit doch die Entscheidung getroffen, ich gehe erstmal weiter in diese Kirche. Auch wenn ich beim Sonntagsgottesdienst nicht zuhöre. Denn ich weiß, dass mich das irgendwie mit dieser knappen Million wieder zusammenbringt, mit diesen Leuten, mit denen ich da unterwegs war. Und so ging mein Leben dann weiter. Irgendwie hat mich das innerlich so ein bisschen gestört, weil ich wusste, ich bin jetzt irgendwie auch nur so mit angezogener Handbremse katholisch. Und bei den Leuten am Weltjugendtag habe ich irgendwie mehr gesehen. Also ich wusste irgendwie ist nicht so ganz rund alles. Und meine bisherigen katholischen Freunde zu dem Zeitpunkt waren, sagen wir mal, auch alle eher so 75% katholisch. Und sobald die Regeln zu krass wurden, habe ich immer wieder den Satz gehört, ja, das mache ich mit mir selber aus, Da rede ich nicht mit Gott drüber. Und die Leute, die ich kannte, die so richtig voll katholisch waren, die waren entweder im Alter von meinen Eltern oder hart komisch. Und jetzt war ich in diesem Konflikt, löse ich diese Handbremse und werde ich dann vermutlich auch hart komisch? Oder bleibe ich in dieser Zwischenwelt, wo ich versuche, Gott so ein bisschen zufriedenzustellen, aber ansonsten bleibe ich ganz normal und mache auch, was alle anderen machen und beruhige aber mein Gewissen, indem ich mir immer wieder vor Augen führe, ich bin ja so viel mehr katholisch als die da drüben. Ich gehe immer noch in die Messe und bete vor dem Essen. Look at me, so holy. Ja? Und ich merkte, dass Jesus immer wieder an mein Herz klopfte und mir die Frage stellte, willst du mir nicht doch ganz nachfolgen? Okay, krasser Satz. Was meine ich damit?
Jesus klopfte an mein Herz. Der ein oder andere mag sich jetzt gerade denken, hör mal Mädchen, wenn du Herzrhythmusstörungen hast, gehörst du ins Krankenhaus und nicht in die Kirche. Und irgendwie ist das auch ein bisschen schwer zu erfassen. Es war jetzt nicht so, dass es geklopft hat. Aber in stillen Momenten hatte ich immer wieder diese Stimme in mir, die sich gefragt hat, war das schon alles? Mit Katerstimmung aufgewacht, war das alles? Auf der Party war ich der Mittelpunkt, weil ich so lustig bin, war das schon alles? War zwar witzig, aber am nächsten Tag war die Freude dann auch schon wieder verschwunden. War das schon alles? Und dann kam dazu diese Sehnsucht, wenn es um Jesus ging. Ich hoffe, ihr könnt euch da jetzt vielleicht ein bisschen mehr drunter vorstellen. Das meine ich so ungefähr, wenn ich sage, Jesus klopfte an mein Herz und fragte mich, ob ich ihm nicht nachfolgen will. Nachfolgen. Das ist schon wieder so ein leicht angestaubt klingendes Wort. Denkt man eher so an blinden Gehorsam aus dem Mittelalter oder so? Und ich habe euch mal nachgeschlagen, wie die katholische Kirche unter anderem Nachfolge definiert. Ja, es wird jetzt noch ein bisschen krasser. Und habe folgende Definition gefunden. Im Katechismus der katholischen Kirche steht im Abschnitt 1694, hört genau zu, die Christen sind für die Sünde tot, leben aber für Gott in Christus Jesus, weil sie durch die Taufe in Christus eingegliedert sind. So haben sie am Leben des Auferstandenen Anteil. In der Nachfolge Christi und in Einheit mit ihm sind die Christen fähig, Gott nachzuahmen, als seine geliebten Kinder und dem Weg der Liebe zu folgen. Sie suchen in ihrem Denken, Reden und Handeln so gesinnt zu sein, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht und sich an sein Beispiel zu halten. Und weil das einfach so ein krasser, langer Ding ist, lese ich es euch nochmal vor. Die Christen sind für die Sünde tot, leben aber für Gott in Christus Jesus, weil sie durch die Taufe in Christus eingegliedert sind. So haben sie am Leben des Auferstandenen Anteil. In der Nachfolge Christi und in Einheit mit ihm sind die Christen fähig, Gott nachzuahmen als seine geliebten Kinder und dem Weg der Liebe zu folgen. Sie suchen in ihrem Denken, Reden und Handeln so gesinnt zu sein, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht und sich an sein Beispiel zu halten. Ja, jetzt bin ich so unverschämt und lasse diesen riesen Wortklumpen einfach mal hier so stehen und gehe zurück zu meiner Geschichte. Also klopf, klopf am Herzen, willst du mir nicht nachfolgen? Und ich musste immer wieder sagen, sorry Bro, nö, will ich nicht. Ich kann und will nicht einer von diesen komischen Menschen werden. Außerdem, und das sage ich euch jetzt ganz ehrlich, hatte ich panische Angst davor, dass ich meine Freunde verliere, wenn ich so richtig katholisch bin, weil dann darf man ja eigentlich überhaupt nichts mehr. Ich stellte mir das echt so vor, dass wenn man katholisch ist, man immer zu Hause sitzen und beten muss. Dazu darf man vielleicht noch in der Bibel lesen und noch irgend so einen katholischen Schinken, aber dann hört der Spaß auch schon wieder auf. Und das Anklopfen in meinem Herzen blieb aber blöderweise, obwohl ich immer wieder gesagt habe, nein. Und dann war ich mal wieder bei so einer katholischen Veranstaltung, wo ich ein paar Leute kennengelernt habe. Die waren in meinem Alter. Und da habe ich dann irgendwann mit Erstaunen festgestellt, die lieben alle Jesus. Und die versuchen ihr Leben voll nach den Regeln der Kirche zu leben. Und die sind alle so glücklich. Und die waren alle so schön, dass man die auch auf das Cover von einem Magazin hätte packen können. Kein einziger von denen war komisch. Da wurde es dann schon sehr viel schwieriger, dieses Klopfen zu ignorieren. Und es war ganz schön schwierig, bei diesem Nein zu bleiben. In einer der Gebetszeiten an diesem Wochenende habe ich dann nochmal deutlich mit Jesus gesprochen und habe ihm gesagt, ich kann dir einfach nicht nachfolgen. Ich habe einfach viel zu viel Angst vor diesen Regeln. Und dass ich dann überhaupt keinen Spaß mehr in meinem Leben habe.
ich kann euch gar nicht sagen, wie aktiv ich mich in diese Angst auch reingesteigert habe. Da bin ich ganz gut drin. Und gleichzeitig habe ich mir immer wieder meine neuen Freunde angeschaut. Und mir gedacht, die sehen eigentlich alle ganz glücklich aus. Vielleicht ist das mit dem Katholischsein doch nicht so schrecklich. Und es war so ein furchtbares Hin und Her und Hin und Her. Aber irgendwann war mir klar, okay, ich muss das jetzt vielleicht einfach mal ausprobieren. Und wenn es völlig ätzend wird, dann kann ich ja vielleicht auch wieder aussteigen. Also 100 Jahre später gefühlt, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe unglaubliche Panik, aber ich fange jetzt einfach mal an. Und irgendwie war ich immer noch total darauf eingestellt, dass aus dem Himmel so Engel herabkommen und so ein mit so einem fetten Regelkatalog und mir der überreicht bekommt, wo dann drin steht, das darfst du jetzt alles machen und das darfst du alles nicht mehr machen. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen kam eine unglaubliche Freude, ein Gefühl von Freiheit, das ich nicht mal im Ansatz beschreiben könnte. Und so ein Riesenstein fiel mir von den Schultern und ich war einfach frei. Ich möchte euch kurz ein Beispiel dazu erzählen, das das Ganze hoffentlich mehr verdeutlicht. Also zum Thema Regeln, Verbote, Freiheit. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man der Kirche folgt, dann gibt es da natürlich Regeln. Und das macht einen doch unfrei, oder? Kurz, du kannst nicht immer machen, was du willst. Aber jetzt frage ich zurück, macht einen das wirklich unfrei? Erinnerst du dich, als du klein warst und Mama in der Küche geholfen hast? Was war das Verlockendste überhaupt? Einmal, aber wirklich nur einmal auf die Herdplatte fassen. Aber die fiese Mama hat das einfach nicht zugelassen. So eine Spielverderberin. Du verstehst vielleicht, worauf ich hinaus will. Gott hat uns aus Liebe geschaffen und er hat uns seine Gebote gegeben, nicht, dass wir den ganzen Tag mies drauf sind, irgendwie so, ich darf nichts, sondern weil er einen so guten Plan für unser Leben hat, dass er uns einfach vor dieser heißen Herdplatte schützen möchte. Und so wie ich irgendwann begriffen habe, dass ich diese Herdplatte nicht anfassen sollte, weil ich mich dann verbrenne, merke ich immer wieder, dass die Gebote Gottes, die er uns gegeben hat, uns genau vor diesen Verbrennungen bewahren. Also zurück zu meiner Entscheidung. Von außen hat man mir das jetzt erstmal nicht angesehen. Ich hatte nicht plötzlich hier irgendwie so einen Heiligenschein oder irgendwie Flügel sind mir bisher auch noch keine gewachsen, da warte ich noch drauf. Also man hat mir eigentlich gar nicht angesehen, dass sich was verändert hat. Das war was Innerliches. Im Prinzip habe ich mir selber gesagt, Doro, du versuchst jetzt so zu leben, wie es dem Leben in Christus entspricht. Und du wirst dich an sein Beispiel halten. Ich fing also an, Jesus nachzufolgen. Mein erster Versuch war es, in der Messe aufmerksamer zuzuhören, was da eigentlich passiert. Ich fing an, mit meinen ersten Versuchen zu beten. Die meisten endeten darin, dass ich kurz Hallo Jesus gesagt habe und mich dann 20 Minuten lang gefragt habe, ob ich eigentlich alle Hausaufgaben gemacht habe. Aber immerhin hatte ich schon mal Hallo zu ihm gesagt. Morgens war mein erster Gedanke, Guten Morgen Jesus, heute wird ein guter Tag. Und erst dann habe ich auf mein Handy geschaut. Also im Prinzip bemühte ich mich, Jesus in meinen ganz normalen Alltag zu bringen. Ich bin jetzt nicht mit der Bibel rumgelaufen und habe geschrien, das Ende ist nah, das Ende ist nah, sondern ich habe einfach versucht, außerhalb von Messen und Gebetszeiten mit Jesus zu sprechen. Und ich habe mir bei vielen Entscheidungen angefangen, die Frage zu stellen, Jesus, was würdest du jetzt tun? Und ich merkte, wie sich meine Freundschaften veränderten. Habe ich über diese Entscheidung Freunde verloren?
Ja. Aber ich habe auch so ungefähr 100.000 mal mehr Freunde gefunden. Und die Basis mit diesen Freunden ist eine ganz andere. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Freunde von vorher schlecht waren. Es war jetzt einfach anders. Und ich merkte, mit diesen neuen Leuten brauche ich mich nicht zu verstecken. Ich brauche nicht so zu tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin. Und von meinen alten Schulfreunden sind mir vielleicht so anderthalb geblieben, also nach der Schule. Aber von diesen schönen, fröhlichen Menschen, von dieser Veranstaltung, von denen ich vorher erzählt habe, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Und wir sind über die halbe Welt verstreut, aber wir reden immer noch miteinander. Ich habe denen allen auch gestern Abend geschrieben und die beten gerade für uns alle. Und neben der Freiheit, den unglaublich genialen Freunden, würde ich sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, ich habe nicht nur so ein bisschen Happiness gefunden, sondern ich habe das Glück gefunden. Selbst wenn ich so richtig ätzende Tage habe, ja, die kommen auch bei mir noch vor, weiß ich doch immer, dass mit Jesus das Glück in mein Leben gekommen ist. Und ich möchte an dieser Stelle kurz einen meiner Helden zitieren. Papst Benedikt hat beim Weltjugendtag in Köln das Folgende gesagt: Das Glück, das ihr sucht, auf das ihr ein Anrecht habt, hat einen Namen, ein Gesicht. Es ist Jesus von Nazareth. Das Glück hat einen Namen und ein Gesicht. Jesus von Nazareth. Das Glück, auf das wir ein Anrecht haben, ist Jesus von Nazareth. Also, ich hatte das Glück in meinem Leben, und zwar Jesus. Ich ging fröhlich in die Messe und zu Gebetskreisen und so, versuchte immer wieder beten zu lernen, kam aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich würde sagen, ich wurde Meister im Stoßgebet, und wenn es eine olympische Disziplin wäre, kann ich euch versichern, ich hätte jede Medaille. Und ich erlebte immer, wie auch ein paar meiner Freunde Jesus anfing, tiefer nachzufolgen, und stellte fest, irgendwie tun die sich damit ein bisschen leichter als ich. Aber das konnte ich natürlich nicht zugeben, weil ich bin ja jetzt total fromm und so. Läuft bei mir. Was war jetzt der Unterschied von denen und mir? Da fiel mir erst mal gar nichts ein, bis einer meiner Freunde mal so ganz nebenbei fragte: Doro, gehst du eigentlich zum Beichten? Da bekam ich erst mal Schnappatmung. So, was fällt dem denn ein zum Beichten? Das ist ja wohl meine Entscheidung. Ich mache das mit Gott direkt aus. Da brauche ich keinen Priester. Ich habe schon alle Freiheit und das Glück und ach, Unverschämtheit. Ja, ihr habt die Erlaubnis, den Kopf über mich zu schütteln. Aber ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch denkt sich gerade genau das Gleiche, wenn es um die Beichte geht. Da ich aber merkte, so ein Quäntchen Glück fehlt halt noch, schleppte ich mich in den Beichtstuhl, erzählte so ein bisschen, was ich angestellt habe. Die peinlichsten Sachen habe ich weggelassen und ging wieder. Im ersten Moment dachte ich mir, das war jetzt nicht so der Hit, aber ich merkte, so ein bisschen leichter wurde mein Herz schon. Dann traf ich auf einen Priester, bei dem wollte ich eigentlich gar nicht beichten, sondern nur mit ihm reden. Aber irgendwie hat er das dann so gedreht, dass ich doch bei ihm gebeichtet habe. Das war übrigens am 2. Juni 2008, falls das jemand interessieren sollte. Und ich habe es tatsächlich in dieser Beichte geschafft, wirklich alles, absolut alles, Jesus vor die Füße zu legen. Bis ich vom Priester die erlösenden Worte der Lossprechung hörte und folgenden Ausruf: Doro, kein Wunder, dass du nicht beten konntest bei dem Berg von Mist, der zwischen dir und Jesus stand. Ich kam aus dieser Beichte raus und ich dachte, ich kann fliegen. Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt. Ehrlich, ich war mir sicher, wenn ich am nächsten Tag auf die Waage stehe, habe ich mindestens 10 Kilo Gewicht verloren. So leicht habe ich mich gefühlt.
Das war leider nicht der Fall, aber es hat sich einfach so angefühlt. Und ich war auf einmal in der Lage zu beten und wirklich mit Jesus zu sprechen. Nicht nur über die Hausaufgaben, die ich noch erledigen muss, sondern wirklich einfach über alles. Und ich kann euch gar nicht genug ermutigen, diesen Schritt zu gehen, egal wie lange es bei euch her ist und egal, wo ihr jetzt gerade sitzt. Vielleicht seid ihr bei einer Location, wo es E-Beichtmöglichkeiten gibt, dann nichts wie los. Vielleicht sitzt ihr aber auch gerade zu Hause vor dem Computer und denkt euch, na toll. Mein Vorschlag an euch, fragt mal in eurer Gemeinde nach. Oder in der Nachbargemeinde. Oder in der Nachbar-Nachbargemeinde. Googelt einfach, wo die nächste katholische Gemeinde ist, ruft an und macht einen Termin aus. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich hoffe, dass ihr diesen Weg schafft. Egal wie lang es her ist und egal, was ihr in der Zwischenzeit angestellt habt. Und egal, wie sehr ihr gerade in den Laptop reinbrüllt, nein, Doro, ich brauche das nicht. Ich weiß auch, nicht jeder von euch wird aus der Beichte mit Flügeln rauskommen, wie das bei mir der Fall war. Glaubt mir, ich bin auch schon aus Beichten rausgekommen, wo ich mir gedacht habe, na bravo, da hat der Priester jetzt aber ordentlichen Käse von sich gelassen. Das hatte mit meiner Situation gar nichts zu tun. Ich bin auch schon aus Beichten rausgekommen, wo ich mich gefragt habe, sollte ich jetzt gleich nochmal gehen? Irgendwie ist gar nichts passiert. Das Schöne ist, dass die Beichte auch wirkt, wenn man gar nichts davon merkt. Also egal, was du fühlst, wenn du rauskommst und egal, was der Priester gesagt hat, wenn du wirklich ehrlich warst, hat Jesus dir deine Sünden vergeben. Und glaub mir, du wirst anfangen, einen Unterschied zu merken. Manchmal merke ich es eine Woche später, manchmal merke ich es erst 2 Wochen später. Aber ich kann euch versichern, spätestens 5 Wochen nach der Beichte merke ich, dass es dringend Zeit ist, diesen inneren Hausputz wieder zu veranstalten und wieder zum Beichten zu gehen. Also wirklich traut euch und gebt nicht auf. So, jetzt habt ihr euch vielleicht so ein bisschen entschieden oder ihr überlegt noch, ob ihr Gott nachfolgen wollt. Vielleicht habt ihr schon den nächsten Beichttermin ausgemacht und überlegt, was braucht es noch? In meinem Leben gibt es 5 Regeln für die Nachfolge. What? Sie hat doch gesagt, es gibt keine Regeln. Okay, sagen wir 5 Tipps für die Nachfolge. Die habe ich von einem Bekannten geklaut, beziehungsweise gelernt. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Regel Nummer 1, dank dem Herrn zu jeder Zeit. Es gibt so viel in meinem Leben, wofür ich Danke sagen kann und auch sollte. Aber oft verfalle ich in meinen Gebetszeiten in so eine Jammerei. Oh Gott, du musst das hier noch besser machen. Gott, kannst du das wegnehmen? Ja, natürlich dürfen wir all unsere Sorgen zu Gott bringen, aber darüber sollten wir den Dank für alles Gute nicht vergessen. Manchmal ist es sogar ganz gut, für das zu danken, worüber man eigentlich meckern möchte, weil es uns herausfordert. Der heilige Paulus schreibt in einem seiner Briefe, freut euch im Herrn zu aller Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Das hat Paulus im Gefängnis geschrieben. Nicht am Strand von Hawaii mit einer Blumenkette, sondern eher mit Fußfessel in einem stinkigen Kerker in Rom. Freut euch zu aller Zeit. Das passiert, wenn wir dem Herrn danken. Mir hat mal ein Priester den Tipp mitgegeben, wenn mich jemand ärgert oder nervt, dann denk dir in deinem Kopf, Herr, segne ihn mehr als mich. Manchmal, je nachdem, wie schlimm ich genervt bin, schreie ich das sogar laut heraus, vor allen Dingen beim Autofahren. Und was soll ich euch sagen? In den meisten Fällen hilft das tatsächlich ganz gut und ich bin dann gar nicht mehr so genervt und kann das einfach hinter mir lassen. Überleg dir mal, worum kreisen sich deine Gedanken? Erzählst du Gott, wie groß dein Problem ist, oder erzählst du deinem Problem, wie groß Gott ist? Mein Praxistipp für dich, überleg dir jeden Abend 5 Dinge, für die du dankbar bist. Der blaue Himmel, das Essen, der Tag ohne Vollkrise oder die Vollkrise war vielleicht nur eine Halbkrise. Es muss nicht immer die Millionen im Lotto sein, für die wir danken. Es geht echt im ganz Kleinen. Und wenn man mal klein anfängt, dann fallen zumindest mir auch immer mehr Sachen auf.
Also dank dem Herrn. Regel Nummer 2. Sei selbstbewusst und voller Freude. Nietzsche hat mal gesagt, die ganzen Christen müssten alle etwas erlöster aussehen. Und egal, ob du heute, morgen, nächste Woche oder nächstes Jahr die Entscheidung triffst, dass du mit Jesus gehen willst, so darfst du das voller Selbstbewusstsein tun. Du bist Kind Gottes. Wie wir vorher im Katechismus gehört haben, die Christen sind fähig, Gott nachzuahmen als seine geliebten Kinder. Gott, der König, ist dein Vater. Also konkret übersetzt bist du Prinz oder Prinzessin. Ich weiß, die Mädels freuen sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr, polieren schon mal ihre Krone für den morgigen Tag. Mach das ruhig. Du darfst die besten Klamotten anziehen, die dein Schrank hergibt. Du darfst dich richtig schön und wichtig fühlen, weil dein Vater ist der König der Könige. Jungs, vielleicht poliert ihr schon mal eure Rüstung oder bringt euren Superheldenumhang noch mal in die Wäsche. Wir sind Kinder Gottes und ich hoffe, dieses Wissen macht deinen Rücken etwas gerader. Da muss ich noch dran arbeiten, am geraden Rücken. Ja, es lässt deinen Kopf etwas höher wachsen. Du brauchst dich nicht zu verstecken, sondern du darfst dich einfach freuen, dass egal aus was für Umständen du kommst, du zu einem königlichen Leben gerufen bist. Vergiss nicht, ein lächelndes Gesicht sorgt für ein fröhliches Herz. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass nur das Vortäuschen eines Lächelns uns fröhlicher werden lässt. Lächeln kann man üben. Gerade jetzt hinter den Masken sieht man das eh nicht. Und wenn wir die dann endlich ablegen dürfen, dann hast du das schon eingeübt und ein strahlend schönes Lächeln auf deinem Gesicht. Versteh mich nicht falsch. Du musst nicht überspielen, wenn es dir nicht gut geht. Und du solltest sogar, wenn es dir so gar nicht gut geht, unbedingt Hilfe holen. Also es ist nicht, dass du jetzt hier vormachst, dass du jemand bist, der du nicht bist. Aber ich möchte dich trotzdem ermutigen, das mit dem Lächeln einfach mal auszuprobieren. Jesus möchte dir so viel Freude schenken. Aber er möchte dir das auch nicht aufzwingen. Und vielleicht kann dieses Probelächeln einfach eine Einladung an Jesus sein, dass du jetzt bereit bist und er dir Freude schenken darf. Also, gerade Rücken, Kopf hoch, lächeln. Und dann Regel Nummer 3. Hör auf, mit der Sünde Kompromisse einzugehen. Im Katechismus haben wir vorher gelernt, die Christen sind für die Sünde tot. Bevor ihr euch jetzt alle denkt, na toll, aber ich mache immer noch Fehler, dann kann ich ja gar kein richtiger Christ sein. Genau dafür gibt es ja die Beichte. Aber trotzdem kann ich euch nur ermutigen, verschiedene Sachen einfach aus eurem Leben zu verbannen. Das ist mitunter gar nicht so einfach, aber es ist sowas von wert. Du verschwendest zu viel Zeit am Handy. Richte dir Screenzeiten ein und leg das Handy dann in die Schublade, gib es deinem Mitbewohner oder deiner Mama. Du landest im Internet immer wieder auf Seiten, die du dir nicht anschauen solltest. Richte dir eine Kindersicherung ein. Hey, du bist Kind Gottes und es ist keine Schande, sich um die eigene geistige Gesundheit zu kümmern. Die Welt wird dir immer wieder Sachen anbieten, wo du dich entscheiden musst, nehme ich das oder bleibe ich bei Gott? Ich habe dir schon gesagt, es gibt nichts, wo ich nicht bei Gott die größere Freiheit gefunden hätte. Und es muss gar nicht unbedingt was Großes sein. Wie steht es mit den Notlügen in deinem Leben? Was sind deine Ausreden, um nicht helfen zu müssen? Was sind deine Prioritäten? Familie oder muss ich unbedingt hier Teil der coolen Clique sein? Mobbe ich in der Schule mit, um selber nicht ausgegrenzt zu werden? Richte ich mich nach der Meinung anderer und verändere mich je nachdem, mit wem ich gerade rede? Oder bleibe ich mir selbst und Jesus treu? Suche ich in meinem Denken, Reden und Handeln so gesinnt zu sein, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht? Und halte ich mich an seine Beispiele? Schon wieder aus dem Katechismus. Genau, und dann kommen wir zu Regel Nummer 4. Diene. Also nachdem wir jetzt danken,
voller Freude, keine Kompromisse mehr mit der Sünde eingehen, wollen wir doch darauf schauen, dass wir jetzt nicht in Stolz und Selbstliebe verfallen und irgendwie so ein bisschen arrogant werden. Deshalb die nächste Regel, sorry, diene. Da, wo du kannst. Jesus nachfolgen heißt neben der Krone, Rüstung oder Heldenumhang halt auch, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Auch wenn es dir gerade schlecht gehen mag, überleg dir, wo du dienen oder helfen kannst. Ich bemühe mich eigentlich normalerweise nicht in Klischees zu sprechen, aber Jesus mutet dir immer nur so viel zu, wie du tragen kannst. Und der eine bekommt mehr zu tragen, der andere bekommt weniger zu tragen. Da hilft es auch nicht, wenn man sich vergleicht. Aber Jesus gibt dir auch immer alles, was du brauchst, dass du das schaffst. Jammern hilft immer nur kurzfristig und es ist leider keine Dauerlösung. Und wenn du gerade Hilfe benötigst, dann sprich das aus und such sie dir. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Und ansonsten ermutige ich dich zu einem Perspektivwechsel weg von mir hin zu den anderen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich das macht, wenn man sich um die anderen kümmert. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal einem kleinen Kind was zu Weihnachten geschenkt und miterleben dürfen, wie sehr sich das Kind darüber freut und gar nicht erfährt, dass dieses Geschenk von dir ist, weil das kommt ja vom Christkind. Und genau das meine ich, wenn es nicht mehr um mich selber geht, sondern um den anderen. Manchmal beginnt es damit, dass ich einfach ohne Widerworte die Spülmaschine ausräume. Und vielleicht ist deine Mutter sogar ganz verblüfft, wenn sie dich gar nicht danach fragen muss. Vielleicht spülst du einfach einmal das Geschirr deiner Mitbewohner ab oder bringst den Müll raus, auch wenn du gerade im Putzplan nicht dran bist. Vielleicht gibt es eine Obdachloseneinrichtung, wo du dich einbringen kannst oder ein Asylheim. Ich weiß, in Corona-Zeiten ist das alles nicht so einfach, aber auch da gibt es kreative Wege zu dienen und sich einzubringen. Und ganz ehrlich, wenn ich jemandem geholfen habe, habe ich mir hinterher noch nie gedacht, oh Mann, da hätte ich jetzt lieber Netflix geschaut. Ha? Stell dir einfach mal die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass die anderen die glücklichsten Menschen dieser Welt werden? Und wenn dir dann da aber auch so gar nichts einfällt, dann kannst du einfach den Heiligen Geist fragen, der hat da sicher noch eine Idee für dich. Regel Nummer 5. Im Brief an die Kolosser schreibt Paulus, richtet eure Sinne auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische, also auf die Ewigkeit. Auch das hat Paulus im Gefängnis geschrieben, vielleicht mit Händen in Ketten, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Die Liebe, also Jesus ist für dich gestorben und von den Toten auferstanden, um dir zu zeigen, dass du nicht für diese Welt geschaffen bist, sondern für die Ewigkeit. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Das hier auf der Welt ist nur so ein kleines Intermezzo. Lass dich davon nicht so verrückt machen. Egal, was auf deinem Blatt geschrieben steht, ist es Verlust, Scheidung, Krebs, Corona, Maskenpflicht, Versagen, die 5 in Mathe. Das ist nur eine Seite in deinem Buch. Es gibt so viel mehr, was auf dich wartet. Und vor allen Dingen, wer auf dich wartet. Die Kirche braucht dich. Jesus braucht dich. Mit einem fröhlichen Lächeln. Und da möchte er dich hinführen, wo auch immer, er dich hinführen möchte. Und das Abenteuer ist so groß. Ich habe ja gesagt, ich bin ihm gefolgt in ein neues Zuhause in Amerika, in Österreich, in Bayern, obendrauf Urlaub in 37 Ländern und 5 Kontinenten. Ich habe so viele Freunde geschenkt bekommen. Dank, Freude, Kompromisslosigkeit, Dienen, Ewigkeit. Die Christen sind für die Sünde tot, leben aber für Gott in Christus Jesus, weil sie durch die Taufe in Christus eingegliedert sind. So haben sie am Leben des Auferstandenen Anteil. In der Nachfolge Christi und in Einheit mit ihm sind die Christen fähig, Gott nachzuahmen, als seine geliebten Kinder und dem Weg der Liebe nachzufolgen. Sie suchen in ihrem Denken, Reden und Handeln
so gesinnt zu sein, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht und sich an seine Beispiele zu halten. Dank, Freude, Kompromisslosigkeit, Dienen, Ewigkeit. Für den nachfolgenden Austausch habe ich euch nochmal Regeln mitgebracht. Und zwar die 10 Regeln der Gelassenheit vom heiligen Johannes dem 23. Die könnt ihr euch vermutlich heute im Laufe des Tages auch auf der Homepage als PDF runterladen. Ich hoffe, das kann eine wertvolle Unterstützung sein für euch auf dem Weg der Nachfolge. Hängt sie euch aufs Klo, neben das Bett oder an sonst einen Ort, wo ihr immer wieder hinschaut. Fangt mit kleinen Schritten an. Mein größtes Gebet ist es, dass ihr in ein paar Jahren mal zurückblickt und sagen könnt, an Pfingsten 21, da habe ich angefangen, Jesus nachzufolgen und es hätte mir nichts Besseres passieren können. Wow, richtig stark, da fehlen mir schon fast die Worte, was ich da jetzt noch dazu sagen soll. Auf jeden Fall kam mir so die ganze Zeit währenddessen, Gott hat dich wirklich voll in die Welt gesandt, damit katholisch und fromm ein neues Bild bekommt. Und zwar authentisch, fresh und humorvoll. Und das hast du uns heute wirklich gezeigt. Und wir sind einfach total dankbar, dass du uns heute auch aus deinem Leben erzählt hast und uns mitgenommen hast und uns auch so konkrete Tipps mitgegeben hast, wie zum Beispiel Spülmaschine ausräumen. Und wir werden auf jeden Fall gleich noch in Austauschstunde mit den anderen zwei Mädels von heute Morgen drüber reden. Aber sagen wir jetzt schon mal an der Stelle Danke.